herzlich willkommen in Tokio, mal wieder. In letzter Zeit bin ich vielleicht zu oft hier. Es ist heute eigentlich Freitag und noch nicht Samstag, aber da ich dieses Semester freitags keinen Unterricht habe, bin ich jetzt einfach mal schon freitags hergefahren. Und zwar stehen uns 3 Tage bevor, bei denen ich noch nicht weiß, ob es 1, 2 oder 3 Videos geben wird. Wir werden sehen, was sich so ergibt. Ich treffe mich heute erstmal mit einem Freund aus Deutschland. Und wahrscheinlich werden wir in den One Piece Tower gehen, aber vorher noch ein bisschen hier in Shinjuku rumdümpeln. Und dann wird es dann morgen und übermorgen noch 2 etwas besondere Sachen geben. Aber das verrate ich euch dann entweder später oder dann in den nächsten Videos. Aber ich mache mich jetzt erstmal auf und versuche meinen Freund zu finden und dann geht's los. Okonomiyaki essen und sind jetzt auf dem Weg zum Metropolitan Government Building. Das ist mehr oder weniger auch eine kostenlose Aussichtsplattform. Ich war da bisher noch nicht drin und weil es kostenlos ist, habe ich gedacht, das muss man auch mal mitgenommen haben hier in Tokio. District. Das heißt, ich kann von hier aus bis nach Hause gucken. Naja, oder ich sehe halt Wolken. Wir waren jetzt hier auf dem Norddeck und ich muss sagen, halt einfach von der Aussicht her, die man hat, finde ich es jetzt nicht so spektakulär wie den Tokyo Tower oder den Skytree. Es kann daran liegen, dass es jetzt zum Beispiel halt auch noch tagsüber ist und ich die anderen beiden dann eher so bei Sonnenuntergang Nachtstimmung gesehen habe. Aber es ist einfach, die Area hier sieht ein bisschen flacher aus, nicht so spektakulär irgendwie. Aber es kann sein, dass es abends vielleicht nochmal anders ist. Aber da es kostenlos ist, wenn man in der Nähe ist, kann man es ruhig mal mitnehmen, würde ich sagen. Der Fahrstuhl ist so langsam. Langsam ist relativ. Im Vergleich zum Skytree ist es mega langsam. Aber ist ja auch der Skytree. Und da ist der Tokyo Tower, wo es nachher vielleicht auch noch hingeht. Und das ist übrigens das Docomo Headquarter, auch sehr, sehr markantes Gebäude für Tokyo. Und da ist der Skytree, wenn man es sieht. Es ist relativ hell. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt irgendwie an der Tageszeit liegt oder allgemein an dem heutigen Tag. Ist übrigens ein Wochentag heute. Ich glaube, ich habe ja schon erzählt, dass Freitag ist. Egal, wir sind jetzt rübergegangen zum Süddeck sozusagen. Und hier sind aber viel weniger Leute und ich finde, die Aussicht hier ist ein bisschen cooler als drüben auf dem Norddeck. Wenn man halt so den ausgeschilderten Weg entlang geht, dann kommt man direkt als erstes auf das Norddeck zu, aber es lohnt sich auf jeden Fall, das Süddeck auch anzuschauen. Also ich finde es irgendwie cooler hier. Und da drüben ist übrigens das Norddeck gerade. So viele Leute. Ja. Wir sind jetzt hinter dem Metropolitan Government Building einfach nochmal in den Shinjuku Chuo Park gegangen. Denn hier in Shinjuku gibt es relativ viele kleine Anlagen, so mit Gärten oder halt auch Parks. Und einfach um noch ein bisschen Natur zu genießen, bevor wir dann gleich in den Tokyo Tower gehen, also vor allen Dingen auch in den One Piece Tower gehen, sind wir hier nochmal vorbeigekommen und hier gibt es sogar Wasserfälle. Und da läuft ein Japaner durchs Bild. Und hier haben wir die allseits bekannte Rainbow Bridge. Oder vielleicht auch nicht. Die Station für den Tokyo Tower bzw. auch für den One Piece Tower ist übrigens Akanebanashi. Und sind auch schon direkt am Eingang vom One Piece Tower und da werden wir jetzt einfach direkt reingehen.
erstmal die Live-Show an und keine Ahnung, wie lange die jetzt geht. Jetzt hör doch mal auf. Keine Ahnung, wie lange die jetzt geht. Wir haben dafür 1000 Yen nochmal extra bezahlt, sind ungefähr 8 Euro. Aber ich denke, das sollte sich auf jeden Fall lohnen. Vor allem, so wie ich gehört habe, soll es zurzeit eine Show geben, wo ein extra Charakter drin ist, den es weder im Manga noch im Anime gibt, sondern nur in dieser Show, wenn ich mich richtig erinnere. Und da bin ich mal sehr gespannt. Videos darf man währenddessen natürlich nicht machen. Fotos sind voll okay, also vielleicht gibt es dann ein paar Fotos zu sehen. Und hier wird dann gleich die Show stattfinden. Nicht so gutes Licht war, aber prinzipiell war es das Ganze schon wert. Es gab, glaube ich, ein oder sogar zwei extra Charaktere, die so sozusagen nur für diese Show entworfen wurden oder keine Ahnung. Mein Deutsch ist manchmal ein bisschen komisch in letzter Zeit. Und wir werden jetzt erstmal ins Café gehen und ein bisschen was essen. Was man jetzt hier sieht bzw. nicht sieht, ist ein unsichtbarer Stempel für den Re-Entry. Also wir haben hier einen Stempel bekommen und wenn wir dann wieder rein wollen, werden die wahrscheinlich irgendwas machen, damit man den dann sieht. Aber jetzt sieht man halt nichts. Wir haben uns jetzt hier einfach mal einen Salat geholt, weil es das günstigste war, was man bestellen konnte und der Teller ist halt sozusagen ein Strohhut. Was ich mich jetzt gerade frage ist, ich war eben auf Klo und habe meine Hände gewaschen und ist dieser unsichtbare Stempel jetzt noch da oder nicht? Wir werden es später herausfinden. Passo tachi shite kudasai ne. Passo tachi onegaishimasu. Hai, itterashai. Also, trotz Händewaschen ist dieser Stempel immer noch auf meiner Hand. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Hier ist einfach mal eine Grafik, die die Beziehung zwischen allen Charakteren darstellt. Das ist einmal der neue Charakter und er hier glaube ich auch. Also ich habe ihn auf jeden Fall vorher noch nicht gesehen, aber vielleicht lese ich einfach nur nicht genug den Manga. Aber ich glaube, er ist neu. Und der DJ-Papagei natürlich. Müssen wir lang? Also man sieht zwar jetzt gerade nicht viel, weil es hier so dunkel ist, aber es ist wie ein Labyrinth. Wir sind jetzt gerade bei Luffy's Endless Adventure reingegangen und das ist irgendwie auch nochmal so ein kleiner Kurs, den man abläuft, wo halt viele Szenen scheinbar aus dem Anime drin sind und da war eben einfach mal so ein Spiegelkabinett, weil, ne? Japan. Und hier schon wieder ein Spiegelkabinett. Ich weiß nicht, was Japan mit den Spiegelkabinetts hat. Wir haben jetzt von Robin eine Teleschnecke bekommen und müssen irgendwie Hinweise finden, um dann am Ende das Poneglyph zu finden oder sowas. Läuft. In Brooks Horrorhaus. Ah, hier. Okay. Ah, Perona!
sind jetzt fertig im One Piece Tower und ich muss sagen, unterm Strich war es sehr viel Spaß. Wir haben hier einige Zeit gut verbringen können. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Es ist ein bisschen teuer, aber es lohnt sich 100% und wie gesagt, es lohnt sich auch diese Live-Show mit dazu zu nehmen. Ich bin jetzt wieder in Shinjuku und werde erstmal mein Gepäck, was ich heute Mittag in den Schließfach gebracht habe, wieder abholen und dann gehe ich zu meiner Unterkunft und werde auch einfach nur noch schlafen, weil ich ziemlich fertig jetzt auch bin. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und zwar direkt morgen, denn es geht morgen zum Designfest da. Ich bin mal sehr gespannt, was wir dort erleben werden. Ich verrate euch noch nicht weiter, was das ist, also seid gespannt auf das Video.